Radsaison schon im Profi-Rennsport hinlegen, die Aushängeschilder im österreichischen Radsport. Also da Grüße gehen raus hier auf die Start-Zielgerade, Christina und Katharina Schweinberger. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt bei diesem straffen Kalender und bei uns vorbeischaut. Freut uns ganz besonders. Also welcome here on the track, the popular and famous Austrian cyclist Katharina and Christina Schweinberger. Ja, und die beiden schauen jetzt natürlich wie allen anderen auch hier ganz gespannt auf die Juniors der Männer. Wie wird es hier taktisch angegangen? Wir haben jetzt bei diesen 5000er schon ganz viel verschiedene Taktiken, Strategien gesehen. Manu, was sagt dir dein Gefühl als ehemaliger Athlet? Ja, schau dir das an. Also wir haben da ein vollgespicktes Feld mit Favoriten und ich glaube, da geht es jetzt richtig spannend zur Sache. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder in die Kabine komme und die Punkte berichten kann. Aber Andi, ich glaube, das Feld ist bei dir in guten Händen. Ja, das hoffe ich doch. Und wir schauen uns das jetzt dann an, wenn das erste Mal die Glocke läutet. Benjamin Slesinger, Herr Ungar, macht einmal Tempo gemeinsam mit Jiangsu aus China. Wer holt sich die ersten Punkte? Es holt sich der beiden Italiener. First points, 2 points 226 and 1 point 227. Manuel Giotto und Anit Mulai, die beiden Teamkollegen von Polisportiva Belusco. Ah, der Grundspeed in dem Rennen ist schon extrem hoch. We have a really, really high speed in this race. So we will see how fast it can be. Und sehen wir hier jetzt die erste Attacke vom Local Hero. Alexander Fahrthofer. Na, schön, dass er sich da gleich zu Beginn zeigt in dem weiß-blau gestreiften Dress. Alexander Fahrthofer, jetzt gibt's die Punkte. Ja, und er holt sich die 2 Punkte. Manuel hat dich gehört. Du hast gesagt, 2 points 171 and 1 point 226. Alexander Fahrthofer holt sich 2 Punkte und Manuel Giotto ist auch wieder. Ja, und das sieht man, da fühlt er sich wohl, wenn das Tempo hoch ist. Schön, dass er da vorne mitläuft. Jawohl, das macht er richtig gut. Es sind aber. Warning number 215, Davide Menegaldo. Warning number 215, Davide Menegaldo. Two points and 227, 1 point. Manuel Giotto, der dreht sich um und denkt sich, ich probier's, ich attackiere und ich versuche da ein Loch aufzulaufen. Ladies and gentlemen, please can take someone the lap times here. This is crazy fast. This is all 19 lap times, 19 seconds per lap. Crazy fast here in the speed skating arena. Unglaublich, wir haben ja gestern das große Thema schon. Weltrekorde, inoffizielle Weltrekorde werden hier gebrochen und wiederholt sich. Man 2 points. Die nächste Attacke. Von Magnus Norman. Und das ist Magnus Norman Jeppesen, der hier jetzt einmal die Führung übernimmt und versucht, Tempo zu machen. Ladies and gentlemen, just to get a feeling, the attack, the lap time for Manuel Giotto was 18.9. It's crazy fast. I can't tell you something about that, but 18.9 in a long distance race. Wow. Wahnsinn. Unglaublich, was die Jungs hier auf die Bahn zaubern. Davide Menegaldo. 2 points and 3 1 3 1 point. Davide Menegaldo und Magnus Norman Jeppesen schnappen sich die nächsten Punkte jetzt auch wieder. Wie in so vielen Kategorien vorher ein Dreiergespann, was sich hier die Punkte untereinander ausmacht. Aber die nehmen jetzt das Tempo raus. Jetzt hat Alexander Fahrthofer wieder die Möglichkeit, da ranzukommen. Die holen sich den Alex und versucht da die Punkte zu holen. Jawohl, Alex.
Das schaut richtig gut aus für Alexander Fahrthofer vom Hypolatera World Team. Er holt sich gleich die nächsten 2 Punkte. 171, 2 points. 215, 1 point. So we have a standing Manuel Giotto with 7 points. And on second place Alexander Fahrthofer with 4 points. Auf geht's, es sind noch genug Punkte zu vergeben. Wo sind die Fans von Alexander Fahrthofer? 5 laps to go, 5 laps to go. Alexander Fahrthofer in the lead. Warning number 219, Filippo Zazzarini. Warning number 219, Filippo Zazzarini. 3-1-3-2-2-6-1-point. Ah, jetzt heißt es wieder, Körner für die letzte Runde zu sparen. Alexander, es geht um den zweiten Platz da vorne im Juniorenrennen. Jawohl, Alex, hau dich rein hinten. Das Tempo macht Magnus Norman Jeppesen. Ja, der will da auch ein Wörtchen mitreden, noch um den Sieg. Manuel Giotto aktuell in Führung. Und noch einmal ganz viel Applaus und Lärm für Alexander Fahrthofer. Kann er sich hier noch Punkte holen? Und es ist 2-2-6, 2 points and 3-1-3, 1 point. Manuel Giotto und Magnus Norman. Manuel Giotto und Magnus Norman Jeppesen. Sorry. So, wir sind in der letzten Runde. It's the last lap and winner of this year's great 5,000 meter points race comes from Italy, Manuel Giotto! Congratulazioni! What a race, what a final! On second place from Denmark, we can congratulate Magnus Norman Jeppesen with 7 points.